und Zwergenschränke direkt dahinter. Sehr gut. Dann haben wir die Büros schon mal ausgefüllt. Dann können wir gleich, wenn die Büros gleich fertig sind, auch die Personalien ein bisschen einfügen da. Und hoffen, dass sie auch alle ins richtige Büro gehen. Das ist nämlich sonst echt ärgerlich. So, hier setzen wir eine Lampe rein. Und zwar unten in die Ecke und oben in die Ecke. Und hier bei dir ist es ein bisschen komplizierter, muss ich tatsächlich zugeben. Du kriegst es über den Schreibtisch. Das ist gut. Mit einem Sprinkler natürlich. So. Dann Personal. Weil. Hier haben wir natürlich alle schon angestellt. Die sind auch dran. Vorarbeiter und Psychologe. Vorarbeiter ist außen. Das heißt, der Vorarbeiter hier kriegt das äußere Büro. Nimmt sich natürlich das da. Vollidiot. Dann bist du entlassen. Dann geht der Psychologe halt dahin. Und jetzt der Vorarbeiter. Geht doch. Und die anderen sind eh nur Psychologen. Deswegen ist das ziemlich einfach. Da kommt ein Psychologe. Da. Lol. Noch ein. Okay, der wollte lieber das Büro oben haben. Wenn du meinst, die sind zwar identisch, aber wenn du meinst, nicht mein Problem. So, dann haben wir mich die ganzen Büros alle ausgefüllt. Damit sind die Büros finito. Kommen wir zu der Krankenstation. Genau. Da kommen nur Krankenbetten rein, laut der Angabe so. Hier ist es auch tatsächlich der Fall, da kommen nur zwei Krankenbetten rein. Reicht ja auch. Die haben wir eigentlich auch schon fast fertig gehabt hier, ne? Genau. Da kommen wir eigentlich auch nur Betten rein. Nein, das ist das nicht. Jetzt habe ich eins zu viel, ne? Aber wobei, hier fehlen die ja noch. Da. Machen wir die auch dahin. Und dann kommen da noch... Machen wir erstmal die Lampen. Haben beide Enden hier. Sprinkler. Unten hier ist das alles ein bisschen komplizierter. Da würde ich aber sagen, setzen wir die Lampen tatsächlich sogar in die Ecken rein. Weil jede andere Variante wäre einfach nur unschön. Sprinkler, wo bist du? Da. So und so, genau. Hier rechts hatten wir das dann. Nach außen hin vor das Bettende. So, okay. Also dahin. Nee, Quatsch. Bei den Einzelnen ist ja nach außen hin. Alles nicht so einfach, ey. Da kommt die Planung auch eben weg. Hat er nichts mehr zu suchen. Ja, hier die Krankenbetten finde ich auch ein bisschen langweilig. Also oben und unten finde ich gut. Die sind mittelmäßig, aber die hier finde ich noch nicht ganz so gut. Ich glaube, da kommen noch ein paar Wände hin. Um die Privatsphäre halt ein bisschen zu wahren, weißt du? Ja, das brauchen wir auch nur hier. Und dann kommen da noch zwei Pflanzen rein. Einfach, weil es geht. Genau. Ja, das können wir so lassen. Von mir aus. Dann sind die Krankenstationen auffällig. Die Leichenhalle haben wir ja hier. Da ist eigentlich nichts drin. Da kommen nur Leichenwaren rein, weil was willst du auch mehr? Das wäre alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen makaber. Aber warte mal, Fenster. Die haben ihre Fenster, ne? Bekommt ihr auch Fenster? Nee, ihr nicht. Nö. Unterrichtsraum wird dadurch erhöht. Machen wir es doch schon mal. Wenn es was hilft. Warum nicht? Ne?
Als nächstes wäre dann der Gemeinschaftsraum. Ist jetzt ein bisschen witzig, weil wir haben nur zwei, oben und unten. Und den haben wir schon. Also machen wir den eigentlich nur kopieren. Das heißt, da kommt jetzt dann Gemeinschaftsraum. Mit einem Billardtisch unten in der Ecke jeweils. Oder hier halt oben in der Ecke. Easy. Dann kommt da in die Ecke ein Sofa, ein Tisch, ein Sofa, ein Tisch, ein Sofa, ein Tisch. Und so weiter. Sofa, 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 Sofa. Dazwischen die Tische. Dann kommt drei Computertische mit einer Pflanze nebenan. Okay. Ne? Passt. Und dann kommt hier, da nochmal, da kommt ein Schachtisch, ein Fernseher in der Mitte und nochmal so ein Sofa dahin. Okay. Fuck, jetzt schon vergessen, was Sofa stand. An den unteren PCs, also hier an den oberen. Dann, Schachtisch war hier. Und ein Fernseher war mittig. Glaube ich. Dahinter war ein Kicker. Da. Und eine Tischtennisplatte. Und eine Tischtennisplatte. Komm. Genau. Und in die Ecke kommen drei Spielautomaten. Und ein Getränk und ein Snackautomat. Ich würde sogar noch einen Wasserspender daneben stellen. Müssen wir die halt spiegeln. Und die setzen wir halt davor. Das denke ich mir ganz gut. Machen wir das mal bitte ganz kurz ein bisschen schneller. Danke. Damit ich die Sprinkler auch versetzen kann. Perfekt. So, ich habe übrigens wieder was vergessen. Machen wir gleich. Und zwar die Heizung. Ich vergesse immer die Heizung, ne? Jedes Mal. Das ist so grauenhaft. Egal. Da kommt jetzt vor den Spielautomaten ein Sprenkel und eine Lampe hin. Das ist schon mal gut. Und da kommen die dann noch hin. Über den Schachtisch und neben dem Billardtisch. Und zwischen Kicker und Dings. Er ist dahin, dahin und dahin. Ist das richtig? Nee, auf dem Schachtisch war es drauf, ne? Auf den Schachtisch drauf. Also auf den Stuhl vom Schachtisch. Da oben hin und zwischen Kicker und Dings, ne? Ja. Sprenkler. Sehr gut. Dann war die mich schon mal fertig. Da kommen jetzt noch die Pflanzen rein, die habe ich jetzt voll vergessen. Ach, da kommt noch ein Radio hin, okay. Und zwar neben den Couchtisch da, also neben die Couch ganz außen und dann die Wand. Und da kommt noch ein Radio hin. An die Spitze der Säule da, ne? Ja, naja, passt. Dann Heizkörper, okay. Der Heizkörper hier kommt dahin, weil es schön mittig ist. Den habe ich übrigens mit den Büros hier unten vergessen. Kommt aber easy peasy dahin, also alles gut. Und hier natürlich auch. Dann die Wand. Passt. Dann, welchen Raum habe ich noch vergessen gehabt? Im Hinrichtungsraum war es drin.
In den Werkstätten habe ich die Heizung reingesetzt. In Sicherheit kommt noch. Büros habe ich jetzt gerade nachgeholt. Krankenstation, da habe ich die Heizung, glaube ich, vergessen. Ja, da fängt es mich an. Und Leichenhalle. Da bleibt uns eigentlich nur die Wand übrig. Setzen wir sie mal nach innen, die Heizung. Und Leichenhalle. Hier. Aber ein bisschen weiter nach innen des Raumes. Sonst heizen wir ja für draußen, ne? So. Aber der Gemeinschaftsraum sieht doch ganz gut aus jetzt, ne? Ja, top. So, dann haben wir den Raum auch fertig. Dann kommt jetzt die Wäscherei. Ja, die Wäscherei haben wir hier oben fertig, ne? Fehlt nur noch ein Heizkörper. Aber ansonsten sieht das hier sehr funktionell aus. Dann gehen wir jetzt hier schon mal Wäscherei ein. Waschmaschine kommt natürlich hier genau gespiegelt rein. Da kommt die dahin. Und hierhin. Und ihr bekommt die... Wieso sind das so viele Punkte hier? Ich meine aber, links oben, rechts, da einer hin. Bügelbrett, Bügelbrett. Und das hier waren, glaube ich, die Wäschekörbe. Ja, wird schon passen. Dann haben wir die oben, unten, da und da fertig. Bügelbrett, brauchen wir zwei Stück. Da sind die so rum, okay. Hier kommt eins dahin. Und eins dahin. Und da kommen die halt dann so hin. Ich muss mal kurz überlegen, wie stehen die eigentlich hier dran? Also wie rum müssen die daran arbeiten, und das ist egal. Gibt es davon eine Drehrichtung? Also ist das irgendwie relevant, wie rum die sind? Erstmal nachgucken. Prison Architect. Was heißt nochmal Bügelbrett? Ironing Board. Ach, Ironing war das genau. Ja, das sind diese kleinen Wörter, die einem immer fehlen, ne? Crumble, bla bla bla. Can be used by janitors. Who's working on the laundry? Wie sieht denn das Bild aus? Okay, er wirkt einfach dran. Aber so, was halt das Metallding links ist. Also so wie ich auch in echt bügeln würde. Metallding links passt hier. Passt da. Da nämlich nicht. Da muss das nämlich einfach andersrum. Ist ja auch kein Problem. Kann man ja machen. Bügelbrett. Passt das denn hier wenigstens? Das wäre dann links, ne? Das passt da. Hier aber nicht. Jetzt passt's wieder. Sehr schön. Natürlich kommt die Planung auch in den Wäschereien jetzt weg. Ne? Ist jetzt ja irrelevant. Oder oben habe ich sie sogar ganz vergessen. Hoppala. Nee, habe ich gar nicht, ne? Habe ich doch gar nicht. Aber die Baskets habe ich vergessen. So. Vier Stück. Vier Stück. Vier Stück. Und da unten auch. Vier Stück. Der hatte eine vier schon. Da müssen wir noch kurz die Lampen und so reinmachen, aber ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier mein Kabel und schließe mein Headset an.
Weil mal wieder ist der Strom alle. Gott, ey, hier sind viel zu viele Kabel langsam. Muss ich ein bisschen was gegen tun, ey. So, eben das Kabel reinstecken. So. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz eben nach den Lampen. Da haben wir die mich einfach übers Bügelbrett gelegt. Das war auch eine ganz gute Idee, denke ich mal. Ah, welche Stelle? Mittig. Okay. Finde ich hier auch sehr sympathisch, die Stelle. Da setzen wir die... da so mittig. Genau da, wo das Dreieck ist hier. Das heißt, hier natürlich gespiegelt, ne? Klar. Hier natürlich auch da, wo das Dreieck ist, passt ja ganz gut. Dann haben wir die Wäschereien alle bis auf den Heizkörper. Hätte ich schon wieder fast vergessen. Sind sie dann alle fertig? Warte, hier hinten auch. Oh Mann, ey. So. Jetzt sind die fertig. Wäschereien. Besucherräume. Ja, die sind alle zugewiesen. Haben alle auch ihre Besuchertische. Wir machen also die ganze Planung der Besucherräume weg. Da haben wir eh keine drin, ne? Weil die mich sehr nervig ist. Ah, da haben wir sogar die Tische vergessen. Na, guck mal an. Da kann die Planung weg. Und ihr habt keine drin. Besucherkabine. Nicht da. Nicht da. Nicht da. Nur noch hier, ne? Sehr schön. Wenn das dann erledigt ist, bekommt ihr noch Lampen rein. Hier relativ simpel. Ja, hab ich da. Ah, lol, hab ich genau da gleich gemacht. Sehr schön. Bei euch ist das Ganze ein bisschen komplizierter, weil einfach nur Lampe hinzusetzen ist vielleicht ein bisschen viel, aber geht, glaube ich, gar nicht anders. Also machen wir es einfach so. Ist ja auch halb so wild. Ist halt ein bisschen sehr hell dann. Aber besser als gar keine Lampe. Also komm. Tada. Und dann natürlich noch die ganzen... Ah, warte, die hätte ich hier vergessen. Und die Sprenkler. Ich hoffe mal, wir brauchen übrigens niemals die Sprenkel, aber wenn, haben wir sie jetzt überall im ganzen Knast verteilt, ne? Apropos, ich habe die Zellenlampen vergessen hier. Lol. Gar nicht über nachgedacht. Okay. Dann noch kurz hier rechts nachhüllen. Ne? Da, die hier. Super. Bei euch habe ich das eigentlich auch schon gemacht, ne? Sehr gut. Und da ist eh fertig. Genau, da müssen wir nämlich ganz kurz gucken, dass wir in die Zellen hier auch, weil da, die haben alle eine Lampe und so drin. Da haben wir drauf geachtet. Bei denen habe ich es komplett vergessen. Da kommt hier in die Ecke ein Sprenkler und hier mittig. Genau. Ist sogar ziemlich einfach dann von der Position her. Warte, kurz überlegen, das war bei dem Spiegel und der Spüle, genau. So. Oben auch kurz machen. Genau, dann hier auch.
Zack, und die Lampen. Ah, ich muss das von unten bauen. Von unten ist immer besser, damit dieses eine Bild, was da rechts immer daneben ist, mit dem ganzen Text da nicht im Weg ist. So. Und dann noch kurz noch hier. Tada. Dann sind wir damit jetzt komplett fertig, ne? Also, schön. Besucherräume mit alle Strom, Licht und so weiter. Top. Alter, das Geblinke. Warte, ich nehme mal ganz kurz meine neue Dose hier. Und eröffne mir das Getränk. Weil langsam dürstet es mich. Moment. So. Ah, das war angenehm. So, gut. Nächster Raum. Warte, erstmal speichern. Wir wissen ja nie, wann es abstürzen kann hier, ne? Top. Nicht das hier. Räume. Ey, wir sind schon über die Hälfte jetzt, ne? Also weit drüber sogar. Putzmittelschränke. Alles klar. Das ist das kleine Kackding da. Da kommt auch nichts wirklich rein. Weil was soll da auch schon rein? Ne? Ist auch kein Objekt für da. Was war da gerade für ein PU drin? Ach, Puppe und Pewterstation. Aber Sprinkler und Lampen können schon mal rein. Da haben wir die hinten in der Ecke. 2-1, okay. Also da kann ich auch nur zustimmen. Aber da kommt noch ein Heizkörper rein, ja? Die haben wir übrigens mit dem Besucherraum auch schon wieder vergessen. Apropos Heizung. Die haben wir hier in den Zellen auch vergessen. Alter, die Heizung macht mich fertig, ne? Ohne Scheiß. Warte, wir müssen das hier auch nochmal eben kurz machen. Ich glaube, ich mache da eine Wandlampe rein. Nee, machen wir nicht. Setzen wir so wie da einfach oben eine rein. Und oben und unten gibt es ja keinen Putzmittelschrank. So, dann natürlich die Heizkörper, die habe ich jetzt natürlich überall vergessen. Da kommt die dahin, da dahin. Hier im Besucherraum kommt die da und da, jeweils nach innen. Ah lol, viel zu weit. Da und da. Nein, nicht nach innen, nach außen. Wie, jetzt liegt sie da auf dem Boden. Jetzt wird sie eingelagert und dann wieder da hochgebracht. Top. Dann Besucherraum hier kriegt natürlich auch eine Heizung. Und zwar hier und da. Und der Besucherraum von euch jeweils, da kann ich keine Heizung reinpacken. Das ist ja Quatsch. Ich kann aber euch in eurem Raum eine Heizung geben, und zwar immer in die Ecke. Das habe ich mich vergessen. Oder lieber dahin. Da ist ruhig besser, oder? Nee. Nee, dahin. Ich muss tatsächlich sagen, die Heizung, das ist wohl das meistvergessene Objekt bei mir. Oh Mann, ey. Warte, was war denn davor nochmal? Besucherraum, Wäscherei haben wir Heizung reingesetzt, ne? Besucherraum haben wir jetzt auch Heizung nachgeholt. Dann Putzmittelschrank haben wir jetzt fertig. Fast. Wir haben dann den Heizkörper vergessen. Klassiker. Setzen wir dann dahin, schön gespiegelt davon. Apropos. Heizung in der Wäscherei. Haben wir mich auf der anderen Seite. Dann stellen wir die mich auch eben um.
ist ja sonst Quatsch. So. Dann gehen wir zum nächsten Raum. Das wäre der Zwinger. Den Zwinger, finde ich, aber war eigentlich schon sehr gut gelöst und ziemlich fertig. Von daher, warte, das geht jetzt gar nicht klar, Alter. Das sind dreimal der gleiche Baum und einmal der falsche. Oder nehmen wir lieber den Baum. Nee, ich würde den echt abreißen. Weil das ist... Nee. Wenn schon, ja, müssen die alle gleich aussehen. Da werde ich zum Bäumerassisten hier, ey. Okay. 200 Mitarbeiter, kein einziger hat Bock drauf, das wegzumachen. Ah, lol. Okay. Müssen wir kurz eine Wand draufsetzen. Dann machen wir kurz den Stumpen da weg. Irgendeiner, bitte. Da kommt er. Danke. Damit wir einen neuen Baum da platzieren können. Zwei und eins, ne? Ja. Dahin. Dann hoffen wir, dass es der richtige Baum wird. So. Gehen wir weiter. Die Waffenkammer. Haben wir eigentlich auch schon, finde ich, sehr gut gelöst. Also weiter. Personalraum. Ja, den haben wir hier jetzt schick gemacht. Auch mit Heizung und allem. Ja, da haben wir sogar dran gedacht. Jetzt kommt nur noch da und oben der Personalraum. Genau. Also, Personalraum. Jetzt würde mich kurz interessieren, da habe ich den Serviertisch einfach mit reingestellt, ne? Ja, sie. Machen wir natürlich auch. Schön an die Wand klatschen. Und vor allem Sofas sind wichtig, damit die essen können, so wie hier halt auch. Nee, nicht so. So ist gut. Dazwischen kommen zwei Tische. Unten auch. Weil es halt das Wichtigste ist von dem ganzen Personalraum, finde ich, generell eigentlich immer, sind Sitzmöglichkeiten das Wichtigste in Pausenräumen oder Entspannungsräumen. Weil das halt das ist, wo die immer meckern. Und ansonsten kann man ja halt die Zusatzsachen dazu packen, ne? Aber wir haben Leute, die ganzen, die ganzen Tabletts. Oh mein Gott. Wie viele das sind. Mach die mal ganz kurz weg, weißt du? Aber heftig, wie viel die eigentlich tatsächlich auch erst am Essen sind, ne? Übel. Oh, jetzt habe ich die Matze weggeworfen. Ups. So. Tada. Machen wir weiter. Ihr bekommt natürlich noch ein Fenster. Und zwar dahin. Weil ihr seid das Personal, ihr dürft das haben. So, am besten braucht ihr noch eine Toilette, die kommt nämlich perfekt in die Ecke rein. Kann ich zwar jeder beobachten, aber das ist mir egal, weil Türen verweigert ihr ja, weil es ja sonst ein getrennter Raum ist. Kennen wir ja alle schon. Dann. Ja, Getränkeautomaten müsst ihr ja so oder so haben, deswegen ist das schon mal Pflicht, dass ihr den bekommt. Dem stimme ich mal zu. Setzen wir oben und unten jeweils den Getränkeautomaten schon mal hin. Und einen Snackautomaten direkt dazu. Direkt daneben. Gehört dann natürlich dazu.
Dann kriegt er noch ein Getränke. Nein, nicht Getränkeautomat. Wasserspender meine ich natürlich. Dahin und oben auch. Und Kaffee. Ja, so rum ist richtig. Erstmal gucken, wie rum das Ding überhaupt jetzt steht. So, und dann ist der Raum eigentlich auch schon voll. Und sowas wie hier passt da gar nicht mehr rein. Ha! Ja, die haben deutlich mehr Platz gehabt, ne? Aber was wir noch machen können, ist tatsächlich Bücherregale. Plus ein Ventilator in der Mitte. Guck mal, der hat im Fressen hier, ey. Unfassbar. So. Schick. Dann kommt da noch ein Heizkörper rein. Moment, ganz unten. Dahin. Dann eure Lampen. Bekommt ihr einmal genau da, wo der Ventilator ist. Und einen dann Gang. War, glaube ich, genau hinter der Couch dann, ne? Ja. Und ein Sprinkler natürlich auch. Perfekt. Aber ein Radio könnte ich, glaube ich, noch reinbauen irgendwo, oder? Das ist zu groß, oder? Aber ich könnte ein Radio da hinsetzen. Anstatt diesen Bücherregal. Machen wir auch.